Liebe Slimer, willkommen bei einer neuen Folge von Slime Rancher und ich habe hier mal den 5-Die-Rush-Modus ausgewählt, solange wir hier noch nicht vernünftig mit den neuen Updates versorgt werden. Es sind zwar die neuen Updates da, das habe ich auch erzählt, aber das Problem ist halt an den neuen Updates... Oh, Moment mal. Scheiß schon die ganze Musik leise. So, Moment, wir sammeln die mal schnell ein. Also wir haben hier 5 Tage Zeit, um so viel wie möglich einzusammeln. An Kohle jedenfalls. So, das ist halt so ein Spielmodus. Den gibt's, aber ich muss mich natürlich jetzt dran gewöhnen, dass wir nicht mehr fliegen können und alles drum dran und auch nicht mehr so viel Futter und alles mitnehmen können. Wir müssen uns halt nur sehr viel und sehr schnell beeilen. Nehmt's mir also nicht so übel, wenn wir hier rucki-zucki alles flotti-flotti machen. Am besten am Anfang müssen wir sehr, sehr viele Slimes von denen aufsammeln. So, komm schon. Na. Okay, komm, wir gehen mal zurück. Na, wenn du mich mal loslässt, kommst mit. Da sind wir voll. Ja, 5-Day Rush ist das, der Spielmodus. Wir haben quasi 5 Tage Zeit, um so viel wie möglich an Kohle zu scheffeln. Deswegen, den machen wir jetzt mal zwischendurch, solange... das noch nicht so klar ist mit den Updates, beziehungsweise die, Moment mal. Ich lade die erstmal da rein. Und dann können wir die... Warte mal, die Gehege können wir... Können wir auch hier hinter anlegen eigentlich. Wir können das mal futtern. Wir müssen mal erstmal hier, warte mal, eine Karottenfarm machen. So. Viel Geld haben wir nicht. Deswegen werden wir erstmal hier damit machen. Garten. So. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was besser ist am Anfang. Ah, verdammt. Die werden wir erstmal so füttern. Wieso essen die Küken nicht? Haben die wahrscheinlich noch nicht gesehen. So. Ja, was wir am Anfang auf jeden Fall machen müssen, so schnell wie möglich Kohle schaffen. Wir haben 5 Tage Zeit. Gucken wir uns mal... Oh, das Gebiet ist auch noch gesperrt. Haha. Hier ist noch alles ziemlich gesperrt, Leute. Unsere erste Kohle. Haha. So. Ups, Alter. Ja, da wir noch keinen Plot-Sammler haben, müssen wir das erstmal so machen. Wir holen uns mal auf jeden Fall ein paar Rock-Slimes. Die, Boah, die Musik, die ist verdammt laut. Ich weiß nicht, wieso, ey. Audio. So. Ist mir echt viel zu laut. Ich habe auch ein paar Grafik-Details ein bisschen heruntergesetzt. Weil ich dachte mir so, vielleicht können wir das dann packen mit den 1000 Slimes oder mit den 1000 Hühnern. Aber das hat gar nichts gebracht. Das Spiel lief trotzdem genauso beschissen. Das habe ich gar nicht wieder zurückgestellt. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, ne? So, die Pogefrüchte werden wir rausballern. Glaube ich jedenfalls, oder? Eigentlich scheißegal, ne? Die Slimes werden wir auf jeden Fall einsammeln und die hier. So, hier werden auf jeden Fall auch noch ein paar davon sein. Die Tappy Slimes werden wir nicht machen. Die sind zu aufwendig mit Fleisch zu füttern. Da haben wir keine Zeit für in den 5 Tagen. Das kann man machen, wenn man echt eine riesen Farm angelegt hat und die Farm auch super geil läuft. Die Karotten werden wir wegballern, dann werfen wir ja die hier ein. Das sind ein paar mehr. Heißt, da kriegen wir auch mehr Kohle. So. Da vorne noch die Slimes natürlich, logischerweise. So, bis wir voll sind. So. Hey. Boah, hier ist ein großer. Ja, nur, was? Nur 8 Rock Slimes haben wir gesammelt. Ah, wir können halt auch nicht viele Gegenstände mitnehmen, ne? Das ist halt auch blöd. Das ist, ja, man fängt halt ganz von neu an. Aber wir machen diesen 5-Day-Rush. Solange die Updates nur aufs Visuelle bezogen wurden. Die haben halt die Grafik verbessert und ein paar andere Kleinigkeiten gemacht. Und Gebiete haben die noch keine hinzugefügt. Also ich habe extra mal bei Steam nachgelesen. Steht zwar alles auf Englisch, aber man sieht ja direkt, ob die jetzt neue Gebiete hinzufügen oder... Was auch immer. So. Ballpit. Was auch immer das ist. So.
haut rein, Freunde. Lasst euch schmecken. Können wir das Ding bauen? 52 können wir uns nicht bauen. Aha. Das müssen wir mal. Bah, müssen wir jetzt vor. Leute, fuck, ey. Wir müssen so viel Kohle erstmal machen. Oh, das waren ja Slimes. Haha. So. Wir können nicht mal ein Gehege bauen, Leute. Verdammte. Die Karotten wachsen auch so langsam. Oh, das ist so elendig. Eieiei. Ah, tut mir leid, Freunde. Aber wir müssen, wie gesagt, diesen Modus jetzt spielen. Beim anderen Modus haben wir halt alles gesehen. Ich will euch ja nicht langweilen. Und so kann ich euch mal zeigen, wie ich früher mal angefangen habe. Was heißt früher angefangen habe? Da hatte ich echt gesagt, gar keinen Plan. Ich habe mir eigentlich alles von euch zeigen lassen. Ich habe gesagt, hey, wie geht das, wie geht dies, wie geht jenes? Und ihr habt gesagt, hey, du musst jenes machen. So lief das auf jeden Fall hier am Anfang. Ich habe das Spiel, ehrlich gesagt, am Anfang gar nicht kapiert, was die machen, was die fressen, was man mit diesen Diamanten, nenne ich sie mal. So sehen sie ja aus. Jedenfalls von der Form. Da wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit denen machen soll. Na. Sagen wir noch die paar Slimes ein. Die Kacke natürlich, logischerweise. Das machen wir im Moment ja gar nicht mehr. Also bei unserem normalen Spielstand, das ist ja Quatsch. Warum sollen wir die Kacke einsammeln? Wenn wir eh 30.000 Münzen haben oder so. Das ist ja Quatsch. Absoluter Quatsch. So, die füttern wir nochmal mit Karotten. Wir müssen gucken, dass sie nicht rüberspringen. Die stapeln sich nämlich schon. Scheiße. Ich muss mal gucken, dass ich die Kohle einsammle, Leute. Ja, da wir noch nichts haben, was die Kohle einsammelt, müssen wir das leider so machen. Haha. Geht halt nicht anders im Moment. So. Können wir gleich schnell mal direkt ein anderes Gehege daneben klatschen. Ey, wo bist du denn hin? Da vorne, was machst du hier? Oh, wir sind voll. So. Fress doch die Hühner auf. Mann, die fressen doch alles, oder nicht? Verdammt, die machen mir das Leben echt schwer. Die fressen alles, aber wollen nicht die Hühner essen, oder was? Fress das Ding doch auf. Guck mal, die Küken. Warum essen die Küken nicht? Die Stadt. Oh, habt ihr das gesehen? Krass. Ey, guck mal, wie weit das Ding geflogen ist. Heftig. Heftig, ey. Ich hab den dann voll an den Kopf geschossen. Was machen die? Die sollen das Ding essen, ey. Da ist schon genug Kohle drin, ne? Aber wir müssen halt gucken. So. Jetzt müssen wir noch ein Gehege machen. Ups. So, nochmal ein Korall. Hier können wir die Rock Slimes reinballern. Ah, der kann erstmal nicht mit. Ah, die sind halt. Die Gehege sind viel zu kleine, Freunde. Die stapeln sich da und dann. Und dann kommen die raus. So. Ja, noch ist das nämlich so schlimm. So. Wir müssen immer hin und her laufen. Das ist halt 5-Day Rush halt, ne? 5-Day Rush. Jetzt müssen wir schnell wieder zurücklaufen. Das Problem ist, die ganzen Leisten, die sind halt sehr, sehr klein. Ihr seht's, sind gerade mal bei 100. Wir müssen also komplett von neu anfangen und ja, gucken, wie wir dann klarkommen können. Die Hühner werde ich nicht einsammeln. Von denen haben wir eigentlich genug, ne? Wir müssen eigentlich mehr gucken nach Futter. Futter gibt's hier unten. So. Na? Hier gibt's Futter. Aber auch nicht so viel. Verdammt, ey. Und den jetzt zu füttern, das bringt eigentlich gar nichts, Leute. Wir müssen erstmal beschränken unser Angebot da auf das, was wir haben. Zack. Guck mal hier, wir versuchen einfach die Plots und die pinken Slimes einigermaßen einzusammeln. 10 bringen die im Moment. Das ist in Ordnung. Also, ist okay für den Anfang. Da hinten ist zu auf jeden Fall. So, wir können auch schnell mal hier gucken. Oh, da kommen die Tar-Slimes wieder. Da müssen wir unserer Farm auch auf jeden Fall aufpassen.
Aber das geht sehr schnell, also da haben wir schnell mal viele Tarslimes und dann war's das mit der Farm, Leute. So. Oh, fütter, fütter, fütter. Geht doch, ey. Wo ist das Ding? Geil, ey. Geil, Leute. Geile Scheiße. Haben wir direkt mal in der ersten Folge einen goldenen Slime-Kackplot eingesammelt. Wie geil war das denn, Leute? Geil, ey. Da freue ich mich ja richtig. Scheiße, jetzt schießen wir die mal raus. Von denen haben wir eh im Moment genug. Kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ihr kommt mit. Ihr kommt mit, Freunde. Wir brauchen eigentlich mehr Karotten, ne? Verdammt, ey. Wo sind Karotten? Da hinten sind keine Karotten. Shit. Hier sind auch keine Karotten. Okay. Müssen wir zurück. Na, komm schon. Geil, direkt am Anfang mal ein Goldplot eingesammelt, Leute. Das habe ich ja in den normalen Folgen schon ewig nicht mehr gemacht. Also wirklich ewig, ey. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir mal so ein Goldding hatten, ey. Boah, ey. Falls einer weiß, wann wir das letzte Mal so ein Goldplot gesehen haben. Die muss man ja immer füttern, ne? Anders kann man die ja nicht fangen. Man kann den höchstens Futter da vor die Nase schmeißen und sagen, hey, friss. Warte mal. Nachts ist immer hier normalerweise viel. Viel von dem Plot. Oh, wart euer Ernst, Alter, ey. Die haben ja nichts gemacht. Die müssen mehr fressen und mehr scheißen. Aber die machen nichts. Die machen nichts, Freunde. Was soll das denn bitte? Da ist noch ein bisschen Kacke. Ey, dass ich jetzt so Kacke einsammle, ne? Das erinnert mich an echt an die alten Zeiten, ey. Früher habe ich das die ganze Zeit immer gemacht. Jetzt gar nicht mehr. Weil wir es einfach nicht mehr nötig haben. Wir müssen keine Kacke mehr einsammeln, Leute. Wir müssen es einfach nicht mehr machen. So. Hier werden wir einen Garten pflanzen. Wenn wir Geld hätten. Haha. Werden wir uns jetzt ein bisschen Geld machen. Besonders wenn wir den hier verkaufen. Der bringt jetzt gerade 300. Ja, 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 sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall hier einen Garten machen. Um hier gegenüber direkt das Futter zu haben. Ich denke mal, so können wir am schnellsten Money machen in den 5 Tagen. Du sollst eigentlich hier rein. Und ihr sollt eigentlich hier rein. Das habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Nein, 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 bleib da. Boah, genau auf die Kante gelandet, okay. So, jetzt können wir eigentlich hier mal hoch, höhere Wände. Was haben wir hier? Blood Collector. 500, Leute. Bah, ey, das ist ja mal ekelhaft. Shit. Shit, das ist zu viel. Too much, Leute. Wo fliegen die hin? Von denen, wir können eigentlich von denen auch mal ein paar einsammeln. So. Die kommen auch mit. Hier ist noch nichts gewachsen. Schade. Ihr beiden kommen auch mit. 5 Stück nur. Euer Ernst? Ist auch nicht viel. Ist nicht viel. Futter gibt es auch keins hier auf dem Weg. Wir arbeiten hier durch und dafür, das ist das, was wir kriegen dafür. Ist aber nicht viel, Freunde. Ist nicht viel. Guck mal hier, die können wir auf jeden Fall einsammeln, die Kacke von denen. Du kommst mit. Ich hab dich gerettet, Freundchen. Ich hoffe, dafür wirst du richtig ordentlich kacken bei uns in der Farm. Ah, hier ist auch wieder nix. Ah, wir müssen eigentlich mal schlafen, weil damit die Sachen sich mal regenerieren. Können wir ja auch nicht machen, ey. Mann. Freunde, ey. So, hier haben wir ein paar. Nein, der großen wollen wir nicht. Kleiner. Kleiner. Kleiner, 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 kleiner. Kleiner, komm mit. Komm mit, Kleiner. Ah, okay, dann nehmen wir noch ein paar pinke Slimes mit. So. Hier sind nur große, okay. Zack. Tada. Die Tarslimes sind wieder unterwegs. Das sind immer nicht so viele, ne? Die kämpfen wieder aufs Überleben, aber ich kann die nicht retten, Freunde. Ich kann sie nicht retten. Ich muss nur meine eigenen Slimes retten, die bei uns dann in der Farm versklavt werden, ja. Die werden schön versklavt. Zack. Oh, was für ein Zufall. 11, 11. Das war jetzt nicht geplant. Aber die Zahl verändern wir jetzt mal direkt. Flocky, Flocky. Zack. Ich hoffe, die bringen viel Money, ey. Weil die pinken Slimes werden wir alle umsiedeln müssen, ey.
So, Rockslime einmal hier rein, bitte. Ah, guck mal, wie der schreit, ey. Habt ihr das gesehen, ey? So, die Pink Slimes müssen auch ein bisschen umsiedeln, aber dafür brauchen wir mehr Kohle, ey. Hier müssen wir ein bisschen mehr kacken. Euer Ernst, ist das alles, was ihr gekackt habt, Freunde? Oh, ich muss jetzt immer Fütter. Fütterungszeit, Freunde! So, Karotten sind auch fertig. Sehr schön, Freunde. So. Ich überlege gerade nochmal einen Garten hier zurück zu klatschen. Mit Karotten. Dann haben wir ein bisschen mehr zu futtern. Futter, Futter. Kommt da runter. Kommt runter, Freunde. Kommt runter. Bah, wir haben nur 100, Leute. Verdammt, wir können nicht viel machen damit. Schießt die mal alle da hinten rein, wartet mal. Ich glaube, ja, die bleiben eh da hängen. Können wir nämlich das Geld hier besser einsammeln. So. Bam, 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 bam. Ist jetzt voller Aufwand, aber besser kriegen wir die Kohle im Moment nicht eingesammelt. Guck mal, die sind schon alle ausgebrochen. Was soll das denn? So. Ein paar können wir hier wieder reinschießen. Bisschen umsiedeln, ne? Okay, Geld haben wir auch jetzt wieder 20. Immerhin geht das wieder schnell. Da müssen wir nichts verbessern an den Maschinen. Aber die kommen natürlich gleich alle raus, ey, Leute. Das wird richtig funny. Ich muss schnell das Geld hier einsammeln. Beziehungsweise, ihr redet ja schon vom Geld. Das ist ja eigentlich kein Geld, Freunde. Das ist immer noch der Haufen Scheiße, der da rumliegt, den wir zu Geld machen. So, ihr pinken, süßen Slimes. Oh nee, komm, bleibt doch hier, Freunde. Ihr habt's hier voll gut, ihr werdet gefüttert, ihr werdet nicht von Tar-Slimes angegriffen. Besser geht's doch gar nicht. So, Freunde. Wer will noch mitgenommen werden? Wer will noch mitgenommen werden? Okay, wir sind wieder voll, mal wieder. Oh nee, der fliegt da rüber. Ja, wir brauchen auf jeden Fall höhere Wände. Wie viel kosten die? 350, wir haben nicht mal 350, Freunde. Shit. Verdammt, wo seid ihr, wo seid ihr? Wir sammeln noch den Rest ein. Und dann gucken wir mal. So. 9 Stück noch, ey. Bah. Viel zu viele, Leute. Das ist ja voll die nicht artgerechte Haltung hier. 12 Stück haben wir noch. Ja, ja, ja. Dann können wir auf jeden Fall mal höhere Wände bauen. So. 350 kosten die nämlich. Zack. Und jetzt können wir die da reinfrachten. Warum fliege ich so hoch, Freunde? So. Sehr gut. Zack. Zack. Jetzt haben wir nämlich Platz hier noch für ein paar andere Slimes. Für die Postler-Smiles, aber Smiles, sag ich schon, Slimes. Aber da müssen wir erstmal abwarten. Bis wir mal da in, höhere Wände machen können und ein Dach drüber machen können. Sonst geht ja gar nichts, Freunde. Sonst geht da gar nichts. Also Geduld üben und morgen wieder bei Slime Rancher einschalten. Ich freue mich auf euch.